Die Bürgersprechstunden der Bahn werden abgesagt. Verständlich in der jetzigen Situation. Viele Fragen aber zum Bau auf der Pöhler Straße und der langzeitigen Sperrung bleiben so offen. Wir haben uns mit Horst Krumpen, dem Kreisvorsitzenden Die Linke Nordwestmecklenburg, vor Ort verabredet. Ja, wir stehen hier im Bereich der Pöhler Straße, wo ab dem 20. Mai, so ist die derzeitige Planung, ganz offensichtlich die Arbeiten losgehen sollen mit dem Ausbau der Unterführung der beiden Bahnübergänge. Und wir kritisieren an dieser Stelle sehr deutlich, dass die Verwaltung den Vorhabenträger nicht mit dem nötigen Nachdruck dahin bringt, dass er einen Shuttleverkehr einrichtet, damit die Betroffenen die Verkehrssituation hier deutlich entlasten können. Wir haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie diese Entlastung stattfinden könnte. Der Shuttleverkehr soll den Einwohnern ermöglichen, die Wismarer Innenstadt ohne Probleme zu erreichen. Die Idee war es, dass der Kohleumschlagplatz am Tornei als Park-and-Ride-Parkplatz genutzt werden kann. Sowohl von uns als auch von der Hansestadt Wismar angedacht war als Shuttle-Parkplatz. Der Unterschied in der Umsetzung der Idee war nur, dass die Hansestadt Wismar den Shuttle-Parkplatz nutzen wollte, um die hier abgestellten Fahrzeuge dann anschließend, die Personen anschließend zu transportieren in die Rabenstraße und von da zu Fuß in die Stadt zu schicken. Unser Ansatz war und ist, dass wir den Shuttleverkehr von hier aus durch den Seehafen fahren lassen wollen, damit die Menschen von hier aus in die Stadt kommen können. Der Seehafen aber kann angeblich nicht für den Shuttleverkehr freigegeben werden. Für Krumpen nicht nachvollziehbar, sollen doch die Baufahrzeuge über den Seehafen verkehren können. Kritik gibt es auch an der Deutschen Bahn. Diese möchte keinen Shuttleverkehr finanzieren. Der Verkehr, so der Plan, soll ausschließlich über den Philosophenweg und die Hochbrücke umgelenkt werden. Ja, wir befinden uns jetzt hier in dem Bereich Philosophenweg, Ecke Rostocker Straße, also kurz vor dem, einem der neuralgischen Punkte, nämlich vor der Hochbrücke. Das Problem im Philosophenweg wird sein, dass wir während der Bauphase und der Presse war ja jetzt zu entnehmen, dass die Bauphase 2 Jahre dauern wird. Während dieser 2 Jahre wird ein Problem sein, dass die Menschen, die hier in den angrenzenden Wohngebieten leben, ihre Wohngebiete nur sehr erschwert erreichen können. Die Deutsche Bahn geht auf die Bedenken nicht ein. Dabei greift die Linke auch auf Argumente der Gutachter zurück im Interesse der Anwohner und der Pendler. Für die in die Jahre gekommene Hochbrücke wird weiterer Stress befürchtet. Ja, wenn die Baustelle anfängt, dann gehen alle Gutachten, die wir kennen, davon aus, dass wir hier eine Steigerung oder eine Zunahme des Verkehrs von bis zu 8.000 Fahrzeugen am Tag haben werden. Wir kritisieren an dieser Stelle überhaupt nicht das, was die Stadt an Maßnahmen versucht, sondern wir kritisieren an dieser Stelle sehr deutlich, dass die Deutsche Bahn als der sogenannte Vorhabenträger nicht ausreichend bereit ist, darüber zu verhandeln, wie die Verkehrssituation für die Anwohnerinnen und Anwohner hier in dieser Stadt erträglich gestaltet werden kann. Erträglich ist das Stichwort. Die Anwohner sollen nicht 2 Jahre unter dem Bauprojekt leiden müssen. Herr Krumpen appelliert an die Deutsche Bahn. Wir würden es für richtig halten, wenn die Deutsche Bahn noch einmal darüber nachdenkt, einen Shuttleverkehr einzurichten, und zwar nicht nur an dem Kohlenumschlagplatz, sondern auch direkt im Bereich der Autobahn. Wir würden es auch für gut halten, wenn noch einmal darüber nachgedacht wird, den Philosophenweg zu begrenzen in der Tonnage auf 3,5 Tonnen, sodass wirklich nur ganz gezielter Lieferverkehr diesen Bereich aufsuchen kann und alles andere über die Autobahn und die Schweriner Straße umgeleitet werden kann. Horst Krumpen hofft auf mehr Verständnis und Rücksichtnahme der Deutschen Bahn gegenüber den Interessen der Hansestadt und der direkt betroffenen Anwohner. Hoffentlich bleibt es nicht nur beim Hoffen.